Ich erkläre dir, wie es geht. Ja. Du hast natürlich den Verdacht, und der Verdacht muss aufkommen, dass nicht alles mit rechten Dingen irgendwo zugeht. Das heißt, nicht umsonst Falschspiel. Du kannst das Spiel nicht gewinnen. Das Prinzip dahinter heißt Inattentive Blindness auf Englisch, Aufmerksamkeitsblindheit. Ja. Und das sagt eigentlich, dass etwas Großes, etwas Kleineres verdecken könnte. Das ist ja, da haben wir auch wieder Zauberei irgendwo, mhm. Grundprinzip der Zauberei. Aber auch, dass wir, wenn wir auf einen Punkt fokussiert sind, einen anderen Punkt überhaupt nicht mitbekommen. Es gibt das berühmte Video von den Basketballspielern, und ein Mann in einem Gorilla-Kostüm läuft da durch. Und man sieht diesen Mann im Gorilla-Kostüm nicht, weil man sich so auf das Basketballspiel konzentriert. Das hatten wir auch in der ARD, als der Putzmann kam und Susanne Daubner moderiert hat. Die hat ihn auch nicht gesehen. Und Millionen haben ihn zu Hause gesehen. Genau das. Ja. So, genau das nämlich. Das passiert hier auch. Im Grunde bewegt sich die Erbse nicht. Das Einzige, was sich bewegt, wir glauben aber, sie bewegt sich. Das Einzige, was sich bewegt, sind die Nussschalen.